Herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin gebeten worden, etwas zur Gerechtigkeitsfrage zu sagen im Zusammenhang mit Antibiotikaresistenzen und ihrer Bekämpfung. Moment, wie geht's weiter? Erklärung zu Interessenkonflikten. Ich muss durchaus zugeben, dass ich einen immateriellen Interessenkonflikt habe, denn ich arbeite für eine Organisation, die politische Ziele hat, eindeutige politische Ziele und dazu auch Advocacy-Arbeit betreibt. Wir sind eine Non-Profit-NGO, die sich für eine global gerechte Gesundheitsversorgung einsetzt. Das heißt, dass Menschen weltweit zumindest eine Chance auf ein gesundes Leben haben und eine gute Versorgung. Wir engagieren uns daher auch für faire Arzneimittelpreise, Alternativen zum patentbasierten Forschungssystem. Wir fördern einen rationalen Gebrauch von Arzneimitteln und schauen dabei auch der Arzneimittelindustrie auf die Finger. Übrigens auch beim Thema Antibiotikaresistenzen durchaus ein wichtiger Punkt, denn Antibiotika wurden und werden in armen Ländern zum Teil sehr massiv beworben. Ich erinnere mich an eine Werbung, die jahrelang in südafrikanischen Arzneimittelkompendien erschien von der Firma Bayer. Verlieren Sie keine Zeit bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen von Erwachsenen. Und dann war eine große Stoppuhr darunter, die also drängte sofort Avelox, also Moxifloxacin. Wir setzen uns auch für faire ökonomische und politische Rahmenbedingungen ein. Und das Ganze tun wir durch Netzwerkarbeit, durch Awareness Rising und Advocacy und eben auch weltweite Vernetzung. Was haben nun Antibiotikaresistenzen mit Gerechtigkeit zu tun? Die Auswirkungen sind im globalen Süden weitaus gravierender als in reichen Ländern. Armut und schlechte Lebensbedingungen sind die wichtigste Ursache für viele, viele Infektionskrankheiten und damit auch für einen häufigen Antibiotikaeinsatz. Soziale Faktoren sind ganz entscheidend, beeinflussen den Gebrauch von Antibiotika, sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tiermedizin, und sie beeinflussen auch den Eintrag in die Umwelt. Schwachpunkte des patentbasierten Forschungssystems sind offensichtlich. Wir haben es gerade schon gehört. Es gibt zu wenige neue Wirkstoffe, die auf den Markt kommen. Und diese neuen Substanzen sind dann auch wieder in armen Ländern meist unerschwinglich teuer und unerreichbar. Antibiotikaresistenzen sind also auch ein strukturelles Problem. Wir brauchen gesellschaftliche Veränderungen und damit auch politisches Handeln weltweit, um Antibiotika wirksam zu bekämpfen, und dabei sind zivilgesellschaftliche Akteure unverzichtbar. Die globale Bürde durch Antibiotikaresistenzen ist sehr ungleich verteilt. Hier eine Grafik aus dem Lancet vom Anfang des Jahres. Da gab es eine Studie zur weltweiten Verteilung von Sterblichkeitsraten durch bakterielle antimikrobielle Resistenzen bakterieller Art, und man sieht ziemlich deutlich, Subsahara-Afrika ist besonders stark betroffen, außerdem auch Südasien, und das kam auch im vorherigen Vortrag ja vor, Osteuropa. Ja, also die globale Bürde, Sterblichkeit ist also durchaus, die Last ist im globalen Süden weitaus größer. Die Folgen, was sind die, vor allem auch die wirtschaftlichen Folgen? Hier eine Grafik der Weltbank von 2017, die so ein bisschen Vergleich versucht zwischen der Finanzkrise 2008 und 2009 und den wirtschaftlichen Auswirkungen eines Low-AMR-Szenario und eines High-AMR-Szenario. Auch da wieder ziemlich offensichtlich, die Low-Income-Countries sind ganz besonders stark betroffen, verzeichnen massive werden höchstwahrscheinlich massive wirtschaftliche Einbrüche erleiden. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade auch noch mal durch die Covid-Pandemie die Armut weltweit verstärkt hat und auch Infektionskrankheiten wie HIV, Tuberkulose dramatisch zugespitzt hat, dass wir da leider eher mit dem High-AMR-Szenario rechnen müssen. Antibiotikaresistenzen treffen also arme Länder besonders hart und gefährden massiv deren wirtschaftliche Entwicklung und die Erreichung der Development Goals. Wo liegen die Probleme,
Die Buco-Pharma-Kampagne hat sich bemüht, in einer Studie mal zu untersuchen, wo liegen denn weltweit in diversen Ländern eigentlich die Probleme im Bereich Mensch, Tier und Umwelt, was Antibiotikaresistenzen betrifft. Und wir haben gemeinsam mit Partnern in Indien, in Südafrika, Tansania und Deutschland einerseits vorhandenes Datenmaterial gesichtet, haben aber auch vor Ort Interviews mit Ärztinnen, ApothekerInnen, Veterinären, Landwirten, NGOs, WissenschaftlerInnen und auch NGO-VertreterInnen geführt, um Einblick in die kulturellen, ökonomischen und sozialen Bedingungen zu bekommen. Wir haben den Fokus auf Wechselwirkungen zwischen Mensch, Tier und Umwelt gelegt und auch auf internationale Zusammenhänge. Einige dieser Ergebnisse möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Ich beginne mit dem Bereich Mensch, also der Humangesundheit. Beispiel Tansania. Nur knapp ein Drittel der Bevölkerung ist krankenversichert. Es fehlen Fachkräfte. Es kommen weniger als 3 ApothekerInnen auf 100.000 Einwohner. In Deutschland sind es rund 70. Apotheken geben Antibiotika häufig ohne Rezept ab, zum Teil in unvollständiger Anzahl an Tagesdosen, weil Patientinnen den komplexen Behandlungszyklus, den kompletten Zyklus gar nicht bezahlen können. Hier sehen wir also schon einen Zusammenhang, was bedeutet es, wenn Menschen nicht krankenversichert sind. Menschen ohne Versicherung kaufen Antibiotika doppelt so häufig irrational ein. Damit meine ich, sie kaufen doppelt so häufig Antibiotika ein, die sie eigentlich gar nicht brauchen würden, für die es für ihre Erkrankung gar keine Indikation gibt. Besonders häufig werden Penicilline verkauft, weil sie preiswert sind. Sie zeigen aber wegen hoher Resistenzraten kaum noch Wirkung. Antibiotika sind auch bei Durchfallerkrankungen Usus. Vor allem Kinder, Kleinkinder in armen Wohngebieten, aber auch Erwachsene erkranken sehr häufig an Durchfallerkrankungen aufgrund schlechter Lebensbedingungen. In den meisten Fällen wird ein Antibiotikum verschrieben, obwohl das nicht unbedingt die sinnvollste Behandlung ist. Daraus folgen hohe Resistenzraten bei pathogenen Keimen wie Durchfallkeimen wie Salmonellen, Cholera, E. coli. Das ist ein großes Problem. Ja, und die Eliten lassen sich bei gravierenden Erkrankungen im Ausland behandeln. Ja, also was Medizintourismus auch für die Verbreitung von Resistenzen bedeutet, muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht erzählen. In Indien liegt Tansania, was den Medizintourismus angeht, auf Platz 3. Aber auch aus anderen afrikanischen Ländern werden zum Beispiel, was Uganda betrifft, Regierungsangehörige nach Indien transportiert, dort kostenlos versorgt auf Staatskosten. Und ja, das Geld wäre wahrscheinlich besser investiert in einer besseren Versorgung im eigenen Land. Ja, ein Zitat von einer Kinderkrankenschwester aus Tansania. Es ist gängige Praxis in unserer Gesellschaft, ein eigentlich für 5 Tage verschriebenes Antibiotikum abzusetzen, sobald die Symptome nachlassen. Das hat natürlich einerseits mit Unwissenheit zu tun. Es braucht noch viel mehr Aufklärung und es braucht eine bessere Bildung und bessere Informationen. Aber es hat auch damit zu tun, dass die Menschen einfach zu arm sind, um sich eine komplette Behandlung leisten zu können. Und dass sie keinen Zugang haben zu einer Behandlung, die für sie notwendig und überlebenswichtig wäre. Die dreifache Bürde, Beispiel Südafrika, der hohe Verbrauch an Antibiotika, zum Beispiel in Südafrika sind es etwa 2 Behandlungen pro Kopf und Jahr, ich glaube, das ist so ungefähr das Doppelte, was wir in Deutschland verbrauchen, hängt auch damit zusammen, dass Armutskrankheiten wie HIV und Tuberkulose so weit verbreitet sind. Gerade HIV trägt massiv zum hohen Verbrauch bei. Fast jeder 5. Erwachsene ist mit HIV infiziert, sehr häufig auch zusätzlich mit Tuberkulose. Das Medikament Cotrimoxazol macht im öffentlichen Sektor die Hälfte der Verbrauchsmenge an Antibiotika aus. Es wird gegen eine häufige Form der Lungenentzündung bei HIV-PatientInnen eingesetzt. Bestandslücken bei unentbehrlichen Medikamenten sind häufig, gerade bei denen mit einem engen Wirkungsspektrum. Und auch das beeinträchtigt natürlich eine leitliniengerechte Therapie. Ein Zitat einer Internistin aus einem Krankenhaus in Soweto. Die meisten Menschen denken, dass Antibiotika das Beste sind, dass es ihnen damit schnell besser geht. Und vor allem in armen Gegenden neigen wir zu diesem Handlungsmuster, auch weil der Zugang
zu Behandlungsalternativen sehr begrenzt ist. Und ich denke, gerade dieser Nachsatz ist auch sehr entscheidend. Es gibt durchaus auch anerkannte Fachleute in armen Ländern, die ihr Bestes geben, aber denen manchmal die Hände gebunden sind, weil es einfach keine Behandlungsalternativen gibt, weil das, was eigentlich gebraucht würde, nicht vorrätig ist und man mit einem mangelhaften System versuchen muss, die Patienten bestmöglich zu behandeln. Ja, Armut fördert Resistenzen, das ist eigentlich so der Hauptpunkt, den ich machen möchte. Beispiel Indien, ein Hotspot der Resistenzentwicklung weltweit. Erreger von Lungenentzündung, Typhus, Cholera, Sepsis bei Neugeborenen ist häufig ein Todesurteil, weil resistente Erreger nicht mehr behandelt werden können. Alleine in Indien leben fast ein Drittel der Tuberkulosefälle weltweit, also 10,6 Millionen weltweit und in Indien davon 3 Millionen. Eine Krankheit, die vor allem durch Armut gepusht wird, angetrieben wird. Und in Indien haben wir noch ein ganz besonderes Problem. Es wird vermutet, dass auch das Mycobacterium Bovis eine ganz große Rolle als Tuberkulosetreiber spielt in Indien. Ja, man kennt das, die heilige Kuh auf Straßen in vielen indischen Städten sind teilweise sehr ausgemergelte, abgemagerte Tiere unterwegs, die aber heilig sind und deshalb auch geschützt. Die Menschen leben sehr eng mit ihren Tieren zusammen. Sie, also auch Tiere, die anscheinend da frei herumlaufen, werden natürlich gemolken. Die Milch wird von den Menschen verzehrt. Diese Tiere gehören irgendjemandem. Die Menschen schlafen oft mit diesen Tieren zusammen in einem Raum. Sie benutzen deren Exkremente, trocknen die auf den Dächern und nutzen sie als Heizmaterial. Also die Übertragung von Bakterien, resistenten Bakterien, ist da durchaus gegeben. Und ja, häufig sind es dann eben resistente Erkrankungen, da M. bovis häufig Resistenzen aufweist gegen die Standardmittel. In Indien gibt es 5-mal so viele Heiler wie ausgebildete Mediziner. Vor allem in ländlichen Regionen sind sie oft die einzige Chance auf eine medizinische Versorgung. Auch diese Heiler verschreiben und geben Antibiotika aus und auch nicht immer rational. Ja, also gleichzeitig einerseits den Zugang zu Antibiotika zu sichern und zugleich Überverschreibung und unangemessenen Gebrauch zu vermeiden, darin liegt die Herausforderung. Tansania, ein Problem aus der Tierhaltung, ein hoher Antibiotikaverbrauch auch in der Tiermedizin. Es gibt wenig Daten, aber man vermutet, dass wirklich vor allem auch in Kleinstbetrieben, die zum Beispiel Geflügel halten, Antibiotika, auch die präventive Gabe von Antibiotika und die Gabe von Antibiotika als Wachstumsförderer durchaus Usus ist. In der Regel produzieren diese Kleinstbetriebe für den eigenen Gebrauch oder für den Verkauf auf dem Markt. Es sind also keine industriellen Betriebe, aber auch dort sehen wir Probleme. Also es ist nicht nur die industrielle Mast, sondern eben auch die Kleinsthalter, die Antibiotika einsetzen. Auch weil sie sehr billig sind und weil es oft billiger ist, Antibiotika einzusetzen, als die Tiere artgerecht zu halten. Landesweit gibt es in Tansania nur 250 Veterinärinnen bei 40 Millionen Nutztieren ohne das Geflügel. Und gerade ländliche Regionen sind extremst unterversorgt. Deshalb ist es eben auch so, dass Antibiotika sehr leicht zugänglich sind für Landwirte. Das Wissen über diese Mittel ist extrem gering und die Menschen vergeben es ihren Tieren nach Gutdünken. Auch Karenzzeiten, die Notwendigkeit, also einen Abstand zwischen Behandlung und Verzehr einzuhalten, ist in der Regel nicht bekannt. Antibiotika in Fleisch und Fisch, zum Beispiel in Indien. Die Hühnermast hat sich hier zu einer sehr gewinnträchtigen Branche entwickelt.
Also es gibt industrielle Großbetriebe mit hoher Besatzdichte und Rassen, die für die schnelle Mast geeignet sind. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Kleinbauern, die die Geflügelproduktion nutzen, um zusätzliches Einkommen zu generieren. Und man muss echt sagen, dass das weltweit in armen Ländern eine Entwicklung ist, die durchaus ernst zu nehmen ist. Geflügelproduktion ist relativ kostengünstig, ist mit wenig Platz möglich und ermöglicht eben Einkommen zu generieren und von daher eben auch sehr, sehr weit verbreitet. Und ja, in Indien ist es so, dass gerade diese Kleinstbauern komplett abhängig sind von großen Fleischproduzenten. Diese Firmen liefern die Eintagsküken an die Bauern und holen 40 Tage später die schlachtreifen Tiere wieder ab. Sie stellen die Futtermittel, sie stellen die Medikamente und schicken im Bedarfsfall sogar den firmeneigenen Tierarzt. Die Landwirte selbst haben also kaum Einfluss auf das, was mit den Tieren geschieht, wie ein indischer Kleinbauer uns sagte, wir müssen nur für Licht, Wasser und einen Stall sorgen. Und ja, wie gesagt, nach 40 Tagen werden die schlachtreifen Tiere abgeholt. Der Bundesstaat Karnataka versucht hier gegenzusteuern und hat ein kostenloses Ausbildungsprogramm für Geflügelhalter initiiert, um vor allem auch die traditionellen Rassen hier wieder den Vorrang einzuräumen und die Landwirte besser zu informieren, wie sie Tiere halten können und auch Krankheiten vermeiden können. Aber ich denke, dass um die Abhängigkeit von den großen Produzenten zu brechen, ob das ausreicht, ist fraglich. Großes Problem ist auch die Schrimmproduktion, in der prophylaktische Gaben von Antibiotika üblich sind, auch Substanzen, die in der EU verboten sind. Zum Teil hat man in vergangenen Jahren immer wieder sehr starke Kontaminationen nachgewiesen. 2016 wurde die Kontrolldichte daher von 10% auf 50% der eingeführten Waren angehoben. Also die EU kontrolliert da schon relativ scharf, aber die Menschen, die vor Ort diese Produkte verzehren, sind natürlich von solchen Schutzmaßnahmen ausgenommen. Ja, also da finden keine engmaschigen Kontrollen statt für das, was auf den heimischen Markt gelangt. Ja, der Bereich Umwelt. Auch das kam heute schon zur Sprache, dass die Umwelt ein gravierendes Problem darstellt, beziehungsweise der Antibiotikaeintrag in die Umwelt, was Antibiotikaresistenzen angeht. Wir haben es mit verseuchtem Wasser und verseuchten Böden weltweit zu tun. Moment, hier ist eine Seite übersprungen worden. Die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen in der Umwelt bedroht letztlich die Wirksamkeit von Antibiotika auch bei menschlichen Erkrankungen. Gerade in armen Ländern ist das vermutlich ein Problem, dem viel zu wenig Beachtung geschenkt wird, denn es gibt kaum wissenschaftliche Studien dazu und es fehlt absolut an Datenmaterial. Aber wir wissen, in vielen Gegenden fehlt es an grundlegenden sanitären Einrichtungen. Es fehlt an geregelter Abwasserentsorgung. Zum Beispiel in der Hauptstadt Dar es Salaam. Von den 7 Millionen Einwohnern haben nur 10% einen Anschluss ans Kanalnetz. Die meisten Menschen nutzen Klärgruben oder Grubenlatrinen. Nun gäbe es die Möglichkeit, die leerpumpen zu lassen, mit Vakuumtransportern das abzutransportieren. Das ist aber sehr kostspielig. Was passiert? Die meisten entsorgen den Inhalt dieser Gruben direkt in die Gewässer, ins Oberflächenwasser. In den meisten Fällen landet also der Inhalt der Latrinen im Fluss und gelangt dann auch ins Meer und die Küsten in der Küstenregion. Aber auch in Krankenhäusern gibt es durchaus Probleme. Nach Befragungen von Personal in Krankenhäusern werden auch da Antibiotikareste zumeist im Müll oder im Waschbecken entsorgt. Beispiel Indien. Hier haben wir es mit großen Problemen durch die Pharmaindustrie zu tun. Allein in der indischen Stadt Hyderabad produzieren mehr als 30 Pharmafabriken.
Und dort fanden Forscher hohe Konzentrationen von Antibiotika in Gewässern. Vor allem der Fluss Musi, der durch Hyderabad fließt, ist hochgradig kontaminiert und verseucht. Die Konzentration von Moxifloxacin ist zum Teil höher oder war zum Teil höher in den gefundenen Proben als das, was bei medizinischer Indikation verabreicht wird. Es gibt also grundsätzlich eine hohe Belastung durch Antibiotikarückstände, aber es fand sich auch eine hohe Belastung von Gewässern, Trinkwasser und auch von Grundwasser mit resistenten Keimen. Allein der aus dem Wasserhahn eines 4-Sterne-Hotels kam nicht kontaminiertes Wasser. In Landwirtschaft und Fischzucht werden ebenfalls hohe Mengen an Antibiotika eingesetzt und verursachen gewaltige Probleme. Zum Beispiel im Bundesstaat Andhra Pradesh oder auch in Westbengal sorgt der massive Eintrag antibiotischer Wirkstoffe dafür, dass sich diese Substanzen in den Sedimenten der Gewässer und der Flüsse ablagern. Ja, wie ich schon sagte, während es bei Waren, die für die EU bestimmt sind, strikte Standards gibt, sind die Einheimischen kaum vor den Risiken geschützt. Was tun? Ich denke, abgesehen von den vielen, vielen wichtigen Vorschlägen, die heute gemacht wurden und ganz wichtigen, dem mehr Testen und mehr Kontrollieren hier in Deutschland, ist es auch wichtig, die weltweite globale Situation im Blick zu halten, gerechte Strukturen zu schaffen und Armut zu bekämpfen. Ansonsten wird das Problem der Resistenzentwicklung weltweit nicht in den Griff zu bekommen sein. Universal Health Coverage, also einen gerechten Zugang zu einer universellen Gesundheitsversorgung zu fördern, ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Denn nur da, wo Menschen gut versorgt sind, wo sie medizinisch gut versorgt sind und Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten haben, werden sie auch Arzneimittel rational einnehmen können. Und natürlich auch nicht so häufig krank, ja, und der Konsum von Antibiotika wird dadurch drastisch abnehmen. Katastrophale Gesundheitskosten müssen beseitigt werden. Und es muss bessere personelle Kapazitäten geben. Also gerade im vergangenen Jahr haben, ich glaube, das Arbeitsministerium und die GEZ ein sogenanntes Triple-Win-Programm mit dem Bundesstaat Kerala vereinbart in Indien, um indische Pflegekräfte nach Deutschland zu holen. Ich denke, solche Programme muss man überdenken, ob es sinnvoll ist, Personal aus armen Ländern nach Deutschland zu holen, ob man nicht besser hier in Deutschland die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen so verändert, dass Menschen auch hierzulande wieder in diesen Berufen arbeiten wollen. Es gilt also, die Weichen neu zu stellen und Verantwortung zu übernehmen, auch für das, was anderswo in der Welt passiert. Ich bedanke mich herzlich. Unsere Länderstudien stehen auf unserer Website online und wir freuen uns sehr, dass das Robert-Koch-Institut eine Wanderausstellung von uns zur globalen Problematik von Antibiotikaresistenzen als 360-Grad-Tour aufgelegt hat und auch die steht online und ist zugänglich. Ich bedanke mich ganz herzlich.